Hallo, liebe Arcana-Club-Freunde. Aha, das ist ja interessant. Eine neue Serie und ein neuer Film dazu. Denn wir schauen uns diesmal was an. Das ist schon ein bisschen gruselig, ganz ehrlich. Künstliche Gesichter. Ich habe letztens einen Beitrag gesehen im Fernsehen. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil ich schon denke, dass ich mich mit allen möglichen Themen beschäftige und eigentlich ein breites Wissensspektrum habe. Aber das wusste ich tatsächlich nicht. Bei Amazon werden nämlich tatsächlich Bücher verkauft, die zum Beispiel Camping-Tipps geben, aber da hat jemand die geschrieben, der noch nie im Campingurlaub war. Es gibt sogenannte Ghostwriter, die dann einfach was runterkrickseln, um ein blödes Buch da zu kreieren. Es wird dann bei Amazon groß angepriesen als Bücher von einem tollen Autor, gerne so auch so Aktientipps und all so ein Blödsinn. Und dann wird der Autor vorgestellt und dann gibt es dann ein tolles Gesicht, dann sieht er wirklich so aus, als ob das so ein schreibender Künstler ist oder Wissenschaftler oder was auch immer. Und den gibt es überhaupt nicht. Also die sind alle gefaked. Sowohl die Bücher sind halt geschrieben von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung vom Thema haben, als auch die Autoren, die es nicht gibt. Also gruselig ohne Ende. Allein das schon, weil ich das einfach Wahnsinn finde, die Leute so zu verarschen und reinzulegen. Aber gut, da soll es gar nicht drum gehen, sondern es ging dann mir darum, wo kriegt man denn diese Gesichter von diesen Autoren her? Und es gibt die Webseite thispersondoesnotexist.com und die generiert computergenerierte Gesichter. Dieses Gesicht hier gibt's nicht. Das ist mit künstlicher Intelligenz zusammengestellt worden. Und wenn ihr die Seite neu ladet mit Reload, dann bekommt ihr schon das nächste. Und es gibt hier alles Mögliche, diese Kinderbilder. Manchmal sieht man auch Fehler, da muss man nochmal genau hingucken. Aber zum Beispiel, das wäre doch der seriöse Wissenschaftler, der uns jetzt die tollen Corona-Tipps gibt und das Buch, das wir dann kreieren und den Autor, den wir hier vorstellen. Und keiner fühlt sich irgendwie verletzt, weil den Mann gibt's nicht. Ja, er ist aus künstlicher Intelligenz zusammengebastelt worden. Ihr könnt da unten die Links auch anklicken. Da kommt ihr zu diesen Algorithmen und weitere Informationen. Es ist schon sehr faszinierend, hier einfach mal drauf zu klicken, sich Gesichter produzieren zu lassen. Da war gerade ein Fehler in den Bildern. Man kann nämlich ab und zu mal sehen, die Software funktioniert nicht richtig. Ich habe leider zu schnell weggeklickt. Ich gucke mal, ob ich noch eins finde. Manchmal wird's nämlich irgendwie komisch zusammenkopiert. Dann stimmt der Hintergrund nicht oder die Augen sind von einem Mann und nicht von einer Frau. Also da merkt man schon, dass tatsächlich der Algorithmus nicht perfekt ist. Aber ansonsten erzeugt er wirklich hier Gesichter, ja, aus allen Herren Ländern. Es ist wirklich gruselig. Aber das geht noch gruseliger. Wir gucken uns jetzt an, was die Unreal Engine 5 kann. Das ist eigentlich eine Grafik-Engine, mit der Computerspiele generiert werden. Und in der Version 5 hat man einen Meta-Human-Creator entwickelt. Tja, und das schauen wir uns wirklich an. Das Ergebnis ist wirklich, ja, beängstigend. Denn man darf so gar nichts mehr glauben. Schaut mal hier, diese nette Dame. Hello, I'm Siren, and I'm a digital human. I was created by an international team of artists and engineers who wanted to challenge our ideas of what a synthetic human could be. I've got state-of-the-art real-time graphics and an... Ich halte mal kurz an, damit ihr ein bisschen wisst, worum es geht. Die Frau gibt's nicht. Das ist also tatsächlich auch eine computergenerierte Animation und die ist eben nach dem neuesten Stand der künstlichen Intelligenz und Animationstechniken entstanden, aber sie existiert nicht real. Es ist wirklich eine Computeranimation und das ist schon Wahnsinn. Also ich muss ehrlich sagen, aha, das ist ja wirklich interessant. Schaut euch das mal an. Unprecedented level of detail in my eyes, skin and hair. Cool, right? But I'm more than just a collection of fancy pixels. I'm actually being driven by a real human actress and her dynamic motion capture through Unreal Engine. So, das muss man verstehen. Also, es gibt ja diese Filmchen, die kennt ihr bestimmt auch, wo überall die Pünktchen im Gesicht geklebt sind und die Kameras dann diese Gesichtszüge aufnehmen können. Das ist das sogenannte Motion Capturing. Das wird gerne im Film eingesetzt und das wird hier auch verwendet. Also, da sitzt ein Sprecher, der spricht das Ganze und macht die Mimik auch. Und das Ganze wird dann auf das Computermodell übertragen, aber eben auf sie, die so perfekt aussieht. Also, es ist schon frappierend. So, what are you waiting for? Come meet me at the Vicon booth and see for yourself. Ja, und da stellen sie die Engine halt vor. Ich habe noch ein Video, das zeigt so ein bisschen, wie sie das auch so kreieren und was da noch für Charaktere möglich sind. Auch das hier, ich mach mal den Ton aus, ist eine Computeranimation. Das sind keine echten Menschen. Das sind alles hier, was ihr seht, Computeranimation. Man kann es kaum glauben, man steht davor fassungslos und kann es einfach wirklich nicht glauben, weil die Gesichter so perfekt aussehen. Aber sie entstehen eben tatsächlich am Computer. Schaut euch die Lippen an, alles stimmt, die Haut sieht perfekt aus, die Haare, was immer ein Riesenthema war, Haare, Wasser, solche Sachen waren immer sehr aufwendig, ist heute kein Thema mehr, kann hier an diesem Generator, ihr seht es selber,
kreiert werden. Ihr könnt jeden Charakter erstellen. Das machen sie natürlich in Spielen, aber mittlerweile auch beim Film, um auch Schauspieler ersetzen zu können. Und das hat wirklich einen neuen Level erreicht, wie ich finde. Also das fand ich äußerst interessant und wollte ich euch mal zeigen. Was auf uns dazukommt, ist natürlich ein bisschen gruselig. Muss man immer kritischer hinterfragen, was man da sieht. Ja, beeindruckend. Das soll es gewesen sein. Und ja, staunt selber noch ein bisschen.